In diesem Video zeige ich dir die Verbbildung für die Zeitform der Zukunft oder Zukunft 1 im Vorgangspassiv. Beginnen wir mit der Bildung. Die Bildung ist dreiteilig und besteht zweimal aus dem Verb werden. An erster Stelle das Hilfsverb werden, das auf die Personalform jeweils abgestimmt wird. Dann haben wir das Partizip 2 des Vollverbs und schließlich noch das Infinitivpräsens wiederum vom Werden. Schauen wir uns das Ganze hinsichtlich der Bildung von Personalformen an. Wir bilden die Personalform im Singular mit dem Verb einladen im Vorgangspassiv Zukunft. Erste Person Einzahl, ich werde eingeladen werden. Zweite Person Einzahl, du wirst eingeladen werden. Dritte Person Einzahl, männlich, weiblich, sächlich, er, sie, es, wird eingeladen werden. Was fällt auf? Das Einzige, was sich ändert oder flektiert wird, das ist das Hilfsverb, immer auf die Personalform bezogen, der zweite Teil, das Partizip 2 und schließlich das Infinitivpräsens bleiben hinsichtlich der Bildung immer gleich. Schauen wir uns das Ganze noch im Plural an, mit dem gleichen Verb, erste Person Mehrzahl, wir werden eingeladen werden, zweite Person Mehrzahl, ihr werdet eingeladen werden und schließlich noch dritte Person Mehrzahl, sie werden eingeladen werden. Wie schaut das Ganze hinsichtlich innerhalb eines Beispielsatzes aus? Der Aktivsatz lautet, er wird das Auto kaufen und im Vorgangspassiv lautet der gleiche Sachverhalt, das Haus wird von ihm gekauft werden. Wir sehen hier diese dreiteilige Bildung, Hilfsverb werden, Partizip 2 und Infinitivpräsens von werden. Dass sich das Subjekt in eine Vorwortergänzung im dritten Fall ändert und dass aus dem Nomen das Subjekt wird, das ist ja in jeder Bildung im Vorgangspassiv gleich. Noch ein zweiter Beispielsatz, aktiv, wir werden die Vorfälle melden und im Vorgangspassiv lautet der Sachverhalt, die Vorfälle werden von uns gemeldet werden. Das war die Bildung des Futur 1 oder der Zukunft im Vorgangspassiv hinsichtlich der Verbbildung.